Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Fallout 4. Wir werfen einen ersten Blick auf das Spiel. Es gibt aktuell nur was zu laden, weil ich wissen wollte, ob die Einstellungen funktionieren, ob es flüssig läuft, ob es aufnehmen lässt. Vom Spiel selbst habe ich noch nichts gesehen, weswegen wir hier jetzt auf neu. Obwohl, wir gehen mal ganz kurz, eine Sache ist mir nämlich aufgefallen. WASD, das stimmt, Angriff blocken, das passt für mich, das geht. Ich bin damit. Aktivieren, nachziehen, nachladen. Pip-Boy, Werkstatt umschalten, springen, sprinten. VATS ist Q. Okay. Oh, das lässt sich merken. Das ist okay. Also. Neues Spiel, jawohl. Ich kenne auch den Vorspann noch nicht, den habe ich direkt weggeklickt. Um dann nichts halt über das Spiel zu erfahren. Nur um zu wissen, ob es läuft. Ja, die Ladezeiten sind bei mir tatsächlich ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das ganz regulär so ist. Okay. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Okay, jetzt haben sie hier aber mal das Zitat ein bisschen arg ausgereizt. Aber. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Spielen wir als Mann oder als Frau? Ich würde sagen, ich spiele mal als Mann. Gehen wir hier die verschiedenen Gesichter durch. Naja. Als Boss, ah nein, die Frisur passt nicht ganz. Als Boss Burns von Boss Hostel spielen. Nee.
Das ist doch mal ein Gesicht, mit dem man beginnen kann. Dann legen wir mal am Gesicht an sich los. Nee, passt schon so. Du hast tolle Lippen, weißt du das? Ja, wir sind ein blasser Typ. Wir sind ein blasser Typ. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Sich finde ich das eigentlich alles gar nicht schlecht. Könnte man so lassen. Irgendwie ändert sich nichts, wenn ich hier S und W drücke. Aber so ist okay. Die Augen sind okay. Richtig schön frisch. Ist okay. Merkmale. Male alle entfernen. So. Pech, Schwarz. Hey, warst du gestern beim Friseur? Süß. Gammler. Garagenband. Ronin, Haarknoten, Kolonialstil. Schmalz. Da, so richtige Schmalzlocke. Gepflegt. Schmuddel, Zottel, Rebell. Das ist eine Rebell von der anderen Seite. Das, die Frisur ist gar nicht mal so schlecht. Vollzeitjob, die haben wir. Tret. Professor. Special Forces. Die neue Frisur steht mir wirklich gut. Was mir nicht so gefällt, ist, dass es so alt wird. Gehen wir mal ganz kurz nochmal auf. Kiefer, Kinnbacke,
Da, Barzer. Stoppeln. Sehr maskulin. So, dann gehen wir jetzt auf Ewi-Extras, Male. So, Sommersprossen haben wir keine, Lieberfleck auch nicht, komm. Makel. Schatten in den Augenhöhlen haben wir zu 100. Kein rotes. Nee, da haben wir einfach nichts. Wandflecke da. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Mein attraktiver Mann. Okay. Ich vergesse immer das Anwenden. Ob man so einigermaßen jung werden. Nee. Es gefällt mir alles noch nicht so ganz. Weiß nicht, wie ich das Alte wegkriege. Dann gehen wir vom Grundtyp aus. Nase komplett, so. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Nee, jetzt ist sie ein bisschen zu klein. So passt sie, würde ich sagen.
Das sieht ziemlich gut aus. Bereit für das Ende, Abenteurer der Lincoln Bürgerkriegs. Ein Schnurrbart. Cool. Augen. Deswegen habe ich ja gesagt, als du mich gefragt hast. Ach, wie süß. So, die kriegt grüne Augen. Sind sie erstmal alle Makel entfernt? So schattig, sagen wir mal so. Ist okay so. Nicht schlecht. Marke. Male war das. Dann kommen jetzt Schäden. Keine so fette große Narbe mehr, wirklich nur so eine kleine. Wo würde eine passen? Die muss ja nicht ganz so krass ausgebildet sein. Ich würde sagen, dass das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich liebe dieses Gesicht. Schon wieder übertrieben. Was meinst du, Schatz? Schelme schön oder schön schelmisch? Jedes Mal das Gleiche. So attraktiv. Was haben wir denn hier im Körper? Charakter bestätigen, jawohl. Hey, Schatz. Ich bin gleich.
Gehen wir mal direkt hier rüber. Das soll Cotsworth erledigen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Cool, er weiß also zu allem was. Nee, hinsetzen tun wir jetzt nix. Hören wir uns mal die ganzen Informationen an. Mr. Handy. Bring Mr. Handy to your home. So, zu meinem kann man hier nichts. Ich schätze mal, das ist unser Sohn, Sean. Wie schön, damit, ich erinnere mich an Fallout 3. Ist ja auch noch nicht allzu lange her. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Noch ist der Hund schon etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Insta-Püree, Fancy-Letzkuchen, Lamb-Corn Mac and Cheese. Mindestens haltbar für immer. Danke, Cotsworth. Warum auch nicht? Hey, Cotsworth. Hausarbeit und noch mehr Hausarbeit an meinem Haus. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Nackter Papa im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter. Immer nur das gleiche Zeug. Wir gucken uns jetzt hier mal noch ein bisschen um. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich liebe das, dass man sich das alles hier so umschauen kann. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Besonders kein blaues Kleid. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen will. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ja, ich gehe ja schon. Ist ja gut. Annen. Ich bin so stolz auf sie. Sie ist Juristin. Okay. Guten Morgen. Ich komme von Bordheck.
Waltek? Was war das? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Waltek ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzpumpen. Kurz Waltek genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Okay. Früher, als Sie vielleicht denken, wenn Quatsch. Sie sehen, was ich meine. Nein. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also nein. Will ich mich kurz fassen. Bitte. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen prüfen. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Okay, unser Name. Replika. Wir hast nur Replika. Der Rest geht die gar nichts an. Wir sind auf keinen Fall der Dümmste auf dem Planet. Bisschen Glück gehört auch mal dazu. Charismatisch sind wir auf jeden Fall ein bisschen. Ausdauer ist so schlecht auch nicht. Die Stärke aber auch nicht. Sind wir noch zum gewissen Teil beweglich. Unser Hauptaugenmerk liegt wirklich auf. Ah, komm, gehen wir's, machen wir es so. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Es ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Schatz? Wow, wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Ja gut, dann gehen wir hin. Machen wir das mal und dann. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Sind wir mal so richtig ekelhaft. Das so wie die Nacht im Park letztes Jahr? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche, wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Ein
nutze die Gelegenheit mal, mich kurz hier umzugucken. Geil. Das, da gehen wir noch hin. Eine Sache mal noch gerade. Anzeige. Dialoguntertitel ein. Allgemeine Untertitel ein. Gut. Das ist das, was ich ja jetzt erledigen wollte. Wow. Gut, ich meine, das haben wir ja schon im Trailer gesehen. Immerhin, wir sind jetzt schon mal in Sicherheit mit unserer Familie. Alles Weitere, würde ich sagen, sehen wir dann morgen in Let's Play Fallout 4 um 20 Uhr. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir. Hallo. Ich glaube es nicht. Entschuldigung. Wir brauchen einen Moment für uns. Hey. Oh mein Gott. Okay. Gehen wir mal ganz langsam. An dieser Stelle speichern wir ab. Wie gesagt, sehen uns dann morgen Abend zu einem neuen morgen Abend zu einer neuen Folge um 20 Uhr. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.